Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren, und herzlich willkommen bei Hast du's mal gelesen? Heute aufgrund der Renovierung des Studiums findet unsere Talkshow draußen statt. Ich hoffe, dass die Show Ihnen trotzdem gefallen wird. Unsere heutigen Gäste sind die Historiker Alberto Delzi, Thomas Massuzzi und Luigi Valeri. Dann auch noch die Kinderpsychologin Federica Bastianelli, die BookTok-Influencerin Ilaria Masi, die Partnerin des Verlagshaus Süß und Bananen, Marcia Taco, und zu guter Letzt die Deutschlehrerin des Piano Rosa Gymnasium in Reto, Alessia Minini, und die Schülerinnen Sarah, Veletta, Anastasia, Alice und Emanuele. Das heutige Thema, mit dem wir uns beschäftigen werden, ist die Rolle der Frau am Ende des 19. Jahrhunderts. Insbesondere werden wir uns auf das bekannteste Werk des deutschen Schriftstellers Theodor Fontane konzentrieren. Einige von Ihnen müssen bestimmt schon davon gehört haben. Das Werk, um das es sich handelt, ist der Roman Effi Briest. Willkommen, ich freue mich, Sie alle hier zu haben. Beginnen wir doch mit der Deutschlehrerin Frau Minini. Sagen Sie uns doch bitte, warum Sie beschlossen haben, Ihrer Klasse über dieses Buch zu erzählen. Ich habe beschlossen, meinen Schülern den Roman Effi Briest lesen zu lassen, weil ich glaube, dass wir durch die Seiten dieser Geschichte eine Reise in die Vergangenheit machen können. Heutzutage nehmen wir oft die Rechte und Freiheiten, die wir Frauen erlangt haben, als selbstverständlich hin. Aber wenn wir Romane wie Effi Briest lesen, erkennen wir, wie anders das Leben für die Frauen war. Schon mit 17 musste Effi einen viel älteren Mann heiraten und in diesem jungen Alter wird sie Mutter. Wir stehen vor einer geschlossenen und patriarchalischen preußischen Gesellschaft, in der Frauen unter der Kontrolle einer männlichen Figur standen, sei es des Vaters oder des Ehemanns. Deswegen konnten sie ihre Entscheidungen nicht treffen. Es ist eine Geschichte, die uns dazu bringt, über gesellschaftliche Normen nachzudenken. Das wird zum Beispiel in einem Dialog zwischen Effi und anderen adligen Frauen deutlich, die glauben, dass der soziale Status wichtiger ist als Liebe und Glück. Effi stirbt am Ende der Geschichte, verlassen vor der Gesellschaft und nur in Begleitung ihrer Eltern, die sie aufgenommen haben, als sie krank war, nachdem sie ihr ebenfalls den Rücken gekehrt hatten. Wir haben auch den Film geschaut, um eigene Passagen des Buches besser zu verstehen. Schließlich habe ich meine Schüler und Schülerinnen gefragt, welcher Charakter ihnen am besten gefiel. Sarah zum Beispiel mochte Effi sehr, Emanuele dagegen instetten. Ah, super. Was kann uns Sarah über Effi sagen? Effi ist fröhlich, schön und so kindlich, weil sie noch ein Kind ist, dass alle sie lieben, aber niemand versucht, sie wirklich zu kennen und zu verstehen. Am Anfang hielt ich sie nämlich für kindisch und unverantwortlich, weil sie eine Affäre mit Krampas eingegangen ist. Aber dann hat das Ende meine Meinung verändert. Effi hat die Entscheidung getroffen, den Namen ihres Mannes nicht auf ihr Grab zu schreiben. Nicht, weil sie ihm keine Ehre gebracht hätte, sondern weil der Name ihr nicht mehr gehörte. Das hat mich zum Nachdenken gebracht. Liebe ist wichtig. Ich konnte es nicht haben. Am Anfang war ich so voll und glücklich. Von Städten erwartete ich mich Zärtlichkeit und Liebe. Und wenn es Zärtlichkeit und Liebe nicht sein können, dann Glanz und Ehre. Am Ende wurde ich allein gelassen und von meinem Mann verlassen, weil er immer gearbeitet hatte. Aber zumindest hatte er mir einen guten sozialen Status garantiert. Ich hatte es nie erwartet, dass es so sein würde. Ich brauchte eine Zuflucht vor dem langweiligen Alltag, in dem ich lebte. Langeweile war mein größter Feind. Deshalb habe ich Zuflucht bei Krampas gefunden. Es war eine leidenschaftlose Affäre, aber dadurch fühlte ich mich freier und selbstbewusster. Ich stimme dir zu, Sarah, aber vergessen wir nicht, dass Effi zu einer adligen Familie gehörte. Also war sie nicht so sehr an ihre Entscheidungen gebunden. Sie konnte auch den Baron nicht heiraten, oder? Ich glaube, dass die Figur in Städten oft falsch interpretiert wird.
Es ist einfach, mich als negative Figur in der Geschichte zu verurteilen. Ich war Soldat und habe mein Leben riskiert, um meine jetzige Position zu erreichen. Ich habe Heffi aus Rache geheiratet, aber dann habe ich mich in sie verliebt. Und ich musste sie aufgeben. Ich konnte nicht die Regeln meiner Gesellschaft brechen. Dieselbe Gesellschaft, die mir die Möglichkeit gegeben hat, zu werden, was ich bin. Bin ich schuldig an ihrem Tod und Hände? Mhm, Gesellschaft und Regeln. Jetzt verbinden wir uns mit den zwei Historikern Alberto Dezzi und Luigi Valeri, die uns mehr dazu sagen werden. Guten Tag. Als nach der deutschen Einigung und der Proklamation des Deutschen Kaiserreichs übernahm der neue europäische Staat die autoritäre Politik des preußischen Kanzlers Otto von Bismarck, der erste Regierungschef war. Um sein Ziel zu erreichen, führte er erfolgreiche Militärkampagnen durch Österreich 1866 und später gegen Frankreich 1877. Das preußische Modell war stark autoritär. Die Macht lag in den Händen einer konservativen militärischen Aristokratie und war daher auf männlich dominiert. Die frische Führung stand im Zentrum des eigenen Lebens und so wurde der Familie, im Falle von Städten, Veristal gewinnt. Das Gegenteil von Städten war Major Krampas, der eine außerhalbische Beziehung mit Heffi führte, obwohl er aber Militär arbeitete und somit ein Mann von Ehre war. Das sind uns die Poesie dieser autoritären Systems. Ja, das Thema des Duells ist auch sehr interessant. Was können Sie uns darüber erzählen, Herr Machtzuzzi? Das Duell zwischen Istetten und Krampas repräsentiert den Kern des adligen Ehrenkodex. Obwohl die Duelle gesetzlich verboten waren, kam die Ehre zuerst. Heffi hätte sich von Istetten scheiden lassen können, da die Scheidung in Deutschland bereits 1875 eingeführt wurde. Aber sie tat es nicht, weil es mittlerweile an Städten gebunden war. Vielen Dank, Herr Dezzi, Herr Massuzzi und Herr Valeri. Jetzt verbinden wir uns mit der Kinderpsychologin Federica Bastianelli und wir werden jetzt über Kinderehen sprechen. Willkommen, Frau Bastianelli. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Also heute wie damals werden viele Mädchen gezwungen, vor ihrem 18. Lebensjahr zu heiraten. UNICEF schätzt, dass jedes Jahr 12 Millionen Mädchen Kinderehe eingehen. Die Orte, in denen dieses Phänomen am häufigsten auftritt, sind Lateinamerika, Osteuropa, Afrika und Südasien. Viele Faktoren führen dazu, dass diese Mädchen verheiratet werden, wie zum Beispiel Armut, fehlende Gesetze, soziale Normen oder religiöse Bräuche. Die Armut spielt eine Hauptrolle, denn um zu überleben, sind arme Familien oft dazu gezwungen, ihre Töchter zu verheiraten. In Afghanistan zum Beispiel, wo immer mehr Familien anziehen, erwarten uns Berichte, dass Babys schon im Alter von nur 20 Tagen für eine zukünftige Ehe versprochen werden. Die Folgen für Ehen können für die betroffenen Kinder sehr schwerwiegend sein. Denn sie führen zu frühen Schwangerschaften und das ist körperlich und psychisch ungesund. Diese jungen Mädchen werden von ihren Familien getrennt und zu Hause isoliert. Und oft sind sie auch Opfer häuslicher Gewalt. Eine frühe Heirat bedeutet das abrupte Ende der Kindheit. Denn diese jungen Mädchen gehen nicht mehr zur Schule und tragen die Verantwortung für den Haushalt. Kinder im Alter zwischen 3 und 16 Jahren besitzen ein erhöhtes Risiko als Folge körperlicher und emotionaler Misshandlung psychische Störungen zu entwickeln. Die Folgen zeigen sich vor allem beim sozialen Verhalten. Später im Leben zeigen sie sich in Form von Angsten und Depressionen. Und jetzt die Schülerinnen Benedetta, Alice und Anastasia werden uns von anderen weiblichen Protagonisten etwas erzählen.
Ich habe den Roman Anna Karenina von Tolstoi gelesen. Ich fand das Buch toll, überhaupt die Protagonistin. Sie ist eine komplexe und starke Persönlichkeit. Sie liebte ihren Mann nicht und betrugte ihn und deswegen fühlt sie sich schuldig. Sie macht sicherlich Fehler, aber sie bleibt sich selbst treu in einer heuchlerischen Gesellschaft. Ihre Entscheidungen und ihr Schicksal werfen Fragen auf wie: Was bedeutet es, sich selbst treu zu sein? Was sind die Kosten für das Brechen der gesellschaftlichen Normen? Am interessantesten finde ich Emma Bovary. Flaubert hat eine Frau porträtiert, die in Frankreich im 19. Jahrhundert Rollen und weibliche Stereotypen umgekehrt hat, die aber ihre Entscheidungen teuer bezahlt hat. Ich habe das Buch La Regenta von spanischen Autorin Clarín gelesen und ich habe Effi immer gemocht. Aber was würde die Protagonistin von La Regenta Anna für seine Sohn tun und um ihm die Liebe zu geben, die ihr gefällt hat? Effi hat nicht verstanden, eine Mutter zu sein. Also wir haben eine Neuheit für euch bei Hast du's mal gelesen? Wir haben uns nämlich gefragt, was die Protagonistinnen anderer Romane wie Anna Karenina, Emma Bovary und Anna Ozores dazu sagen würden. Und so konnten wir mit künstlicher Intelligenz einen kleinen Sketch erstellen. Halten Sie sich bereit und schauen Sie zu. Ich bin Anna Karenina, die Protagonistin des Meisterwerks Tolstois. Ich habe ihn von meinem geliebten Brotsky bekommen. Ich habe sie Annie genannt. Mein Mann hat sie akzeptiert. So konnte er sein gesellschaftliches Bild schützen. Aber ich konnte meine kleine Annie nicht mehr sehen. Ich wollte frei sein, um Brotsky zu lieben. Ich habe mein Leben mit ihm kurz genossen. Es war aber mir nicht genug. Er wird eine andere Frau finden und mich verlassen, dachte ich. Ich wurde von der Gesellschaft verstoßen. Ich musste auf meine Kinder verzichten. Ich fühlte mich schuldig und allein. Ich konnte das alles nicht mehr ertragen. Ich hätte euch wie die Frauen eines Ladenbesitzers der Medizin verkauft leben lassen. Ich bin eifersüchtig auf Effi und auf ihre Hände. Ich bin nicht so wie sie, die alles im Leben hatten und das Leben genießen konnten. Ein schönes Leben mit zärtlichen Abendessen, das hätte ich gerne gehabt. Ich bekam eine Tochter, als ich schwanger war und herausfand, dass es ein Mädchen und kein Junge war, fiel ich in Ohnmacht. Ich wollte keine Tochter, denn sie hätte ein trauriges Schicksal erlitten, wie ich. Männer sind frei, die Frau zu wählen, wie sie wollen. Ich hätte alles getan, um ein Kind zu bekommen, um ihm die Liebe zu geben, die mir fehlte. Oberflächlich sieht meine Geschichte wie die von Effi aus. Meine Ehe war auch eine Zwecke und ich musste auch einen Mann heiraten, mit dem hätte war als ich. Und ich habe ihn auch betrogen. Aber im Gegensatz zu Effi habe ich es aus Liebe getan. Und im Gegensatz zu Effi, die letztlich die Unterstützung ihres Eltern hatte, hatte ich keine Unterstützung. Sie hatte eine Familie, die ihr den Rücken frei hielt. Und jetzt als letztes Thema für heute werden wir über Literaturklassiker und Jugendliche mit unserem Gast, Frau Marcia Tarco, sprechen. Frau Tarco, als Partnerin des berühmten Verlagshaus Süß und Bananen, ist es wahr, dass immer weniger Jugendliche Klassiker lesen? Es ist nicht wahr. Es gibt viele Jugendliche, die sich für die Klassiker der Literatur interessieren. Man glaubt, dass jüngere Generationen nur für digitale Medien interessieren, aber viele Studien zeigen, dass Jugendliche noch unterschiedliche Mittelwerke schätzen. Und ihr würdet es nicht glauben, wenn ich euch sage, diese viele Klassiker danke der sozialen Medien wieder entdeckt werden. Ein Beispiel dafür ist das BookTok-Phänomen, das die Influencerin Ilaria Massi besser erklärt. Hallo, also BookTok ist, wie man den Namen schon entnehmen kann, der Teil von TikTok, der sich mit Büchern beschäftigt. Wir können sagen, dass BookTok mittlerweile mehr als nur ein kleiner Trend ist, der bald wieder verschwindet. Seit Jahren veröffentlichen immer mehr Jungs Video, um ihre Liebe zum Lesen zu zeigen. Wir sprechen über unsere Lieblingsbücher, zeigen die schönsten Buchcover
oder spielen Sinnen aus den jeweiligen Büchern nach. Wir erzählen die Geschichten der Bücher, die wir lesen, und überzeugen das Publikum, es zu kaufen, und füllen die Ranglisten. Heute kann ich die neueste Rangliste der klassischen Bücher präsentieren, die von Jugendlichen dank BookTok gelesen werden. Madame Bovary von Gustave Flaubert, Jane Eyre von Charlotte Bronte, Anna Karenina von Lev Tolstoi, Stolz und Verurteilt von Jane Austen und zum Schluss gibt es Weiße Nächte von Dostojewski. Welcher Autor wird am meisten gelesen? Natürlich Kafka. In diesem Jahr feiern wir 100 Jahre nach seinem Tod. Ein besonderer Dank geht an alle Gäste und an Sie alle für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Hast du's mal gelesen?